Hallo meine Lieben, ich schicke euch sonnige Grüße. Es freut mich sehr, dass ihr zu mir gefunden habt, dass ihr jetzt hier bei mir seid. In dieser Legung, da geht es um deine kommenden 72 Stunden. Was wirst du erleben? Was kommt auf dich zu? Ich schaue für dich in die Karten. Du schaust, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Es sind nur 72 Stunden. Man kann natürlich auch 3 Tage, 3 Nächte sagen. Ja, den Zeitraum kannst du auswählen. Das kann zum Beispiel jetzt schon beginnen oder erst in einer Stunde oder erst morgen früh zum Beispiel. Ja, die 72 Stunden, du bestimmst den Zeitraum, ab wann diese 72 Stunden denn für dich so beginnen zu laufen. Die kommenden 72 Stunden, was wirst du erleben? Die 10 der Münzen wirst du erleben, ja, sehr gut. Dann die 3 der Kelche, das ist natürlich auch eine ganz, ganz tolle Karte. Die 7 der Münzen und die 4 der Münzen. Sehr viele Münzen. Es wird also, was ich hier so erstmal sehe, im Großen und Ganzen alles so bleiben bei dir, wie es ist. Ja, also da wird es nicht irgendwie so sein, dass irgendetwas Krasses passiert und alles wird auf den Kopf gestellt, ja. So ist das nicht. Also du bleibst da wohnen, wo du wohnst, dir bleibt alles erhalten, was du so hast. Es wird dir nichts weggenommen werden. Ich habe hier schon bei dir sowas wie eine ziemliche Stabilität und Sicherheit in so einem großen Rahmen, in deinem Leben generell. Als würde man so eine Schutzglocke über dein Leben halten, ja. So eine Schutzglocke befindet sich über dein Leben und alles, was da drin passiert, das kann nichts Schlimmes, Extremes sein, ja. Ich habe das hier auch so, die Münzen hier, die 4, also bei den Finanzen bleibt es stabil. Du solltest vielleicht ein bisschen darauf achten, nicht zu viel auszugeben. Das wirst du aber sowieso nicht tun in den kommenden 72 Stunden. Ja, ich habe hier aber auch die 10 der Münzen und das ist das stabile Glück. Du wirst sehr glücklich sein über etwas, was dir Stabilität geben wird. Es kann sein, dass Leute zu Besuch kommen, dass du jemanden besuchen wirst, dass du eine kleine Feier haben wirst hier in den kommenden 72 Stunden. Ja, ich habe das hier, dich mit anderen Menschen zusammen, ja, du bist mit anderen Menschen zusammen, kann ein Mensch sein, kann auch was Liebesmäßiges sein, ja, oder familiär, das kann auch hier familiär sein, kann aber auch freundschaftlich sein, zu zweit, zu dritt, zu zehnt, eine kleine Feier, siehst du hier auch auf dieser Karte, es sind 3 Menschen, ja, die zusammenkommen, aber es kann auch eine andere Anzahl an Menschen sein hier, weil daneben habe ich 7, hier habe ich 10, also diese Zahl 3 spielt hier keine große Rolle, vielleicht aber doch, ja, vielleicht wirst du dich mit 2 Menschen noch treffen und deswegen die Zahl 3 muss nicht zusammen gleichzeitig sein, kann auch nacheinander sein, ja, 2, 3 Treffen vielleicht sogar, es kann auch eine Familienfeier sein, Geburtstagsfeier, essen gehen, trinken gehen, irgendetwas machen, was sehr, sehr viel Spaß bereiten wird. Und da liegt das große Glück, das große stabile Glück daneben. Nicht mal das kleine Glück, sondern das große Glück. Vielleicht wirst du dich aber auch hier über etwas Finanzielles freuen oder über etwas Berufliches, ja. Das kann auch hier im beruflichen Rahmen sein. Da wirst du eine große Freude erleben. Finanziell, beruflich, ein Zuwachs an Ressourcen, an Mitteln, ein Zuwachs an Möglichkeiten bekomme ich hier auch rein. Und das kann, wie gesagt, beruflich sein, finanziell sogar romantisch, ja. Sogar romantisch kann das hier sein. Es kann auch familiär sein, wie gesagt. Aber du wirst eine große Freude erleben.
Du kannst es vielleicht momentan noch nicht glauben. Das kann so sein, dass du das momentan noch nicht glauben kannst. Aber du wirst hier, weil die Karten zeigen das mir, dass du eine große Freude, großes Glück erleben wirst. Und zwar sind da auch noch andere Menschen dabei. Oder du erlebst alleine das große Glück und wirst es mit anderen später teilen. Ja, das kann auch so hier gesehen werden. Vielleicht glaubst du nicht daran, aber die Karten zeigen es mir. Ja. Und du wirst auch in den kommenden 72 Stunden viel Spaß haben, viel Freude, einfach so eine gute Zeit. Ich habe hier aber auch sowas wie, du wirst auf etwas warten oder auf jemanden warten in den kommenden 72 Stunden. Und was das ist, worauf du hier wartest mit den 7 der Münzen, das schaue ich mir hier genauer an. Oh, wow, du hast 2 Asse. Also das ist schon irgendetwas so, dieser Aspekt kommt hier wieder rüber, du wirst es nicht glauben oder du willst es nicht glauben dann in dem Moment, wo es dann da ist, ja, weil ich weiß, das sind nur 72 Stunden, aber hier kommt etwas ganz, ganz Großes auf dich zu, die Karte, die allererste Karte hat es schon irgendwie so ein bisschen hier symbolisiert und jetzt kommen 2 Chancen auf dich zu, auf die du schon lange gewartet hast. 2 Möglichkeiten werden sich dir bieten, vielleicht sogar 2 in einem, ja? 2 in einem, ja, man könnte so fast sagen wie 2 zu einem Preis. Sowas wirst du hier bekommen. Du wartest schon vielleicht sehr lange drauf, ja? Das kann hier so sein, dass du drauf schon lange wartest. Ich habe das hier so, du hast die Hoffnung nie aufgegeben. Du wusstest auch irgendwo, im Inneren wusstest du, das wird kommen, ja? Ich lasse dem Ganzen Zeit, das wird reifen, das wird größer werden und dann werde ich hier die Ernte einfahren können. Dann werde ich hier die Früchte ernten können und so ist es auch. Und diese Früchte davon, das ist hier, weil 2-mal Ass, ja, 2-mal das Ass, deswegen ist es hier sozusagen der Anfang. Etwas beginnt für dich. Du magst es nicht glauben, ja, du wirst es vielleicht nicht glauben wollen. Aber da beginnt irgendetwas bei dir. Und ich habe hier eine Chance auf das innere und äußere Glück. Und ich habe für dich aber auch eine Chance in Sachen Liebe. Romantische Liebe vielleicht sogar. Vielleicht Familie, Freundschaft. Aber ich habe hier auch für sehr viele romantische Liebe. Bei dem einen kann es hier bei dieser Chance bleiben, bei dem anderen nur diese Chance. Aber für einige habe ich auch beide gleichzeitig, ja? Wow, Wahnsinnskarten, sehr gut. So, die ersten Schritte wirst du machen können hier. Die 2 Asse zeigen es mir, wenn du möchtest. Wenn du möchtest, weil dazu hier wird dich niemand zwingen wollen. Diese Chancen, sie kommen in dein Leben, breiten sich aus, du siehst sie und dann entweder nimmst du sie an oder du nimmst sie nicht an. Wenn du nicht möchtest, musst du sie nicht annehmen, ja. Aber was ich hier so sehe, du hast ja drauf gewartet und deswegen, doch, du wirst diese Chancen oder diese eine Chance von den beiden annehmen. Kann hier etwas sein, was dir dann später auch gut bekommen wird? In Bezug auf Finanzen, Beruf, stabile Lage, Sicherheit, Boden unter den Füßen haben, ja? Das ist erstmal hier nur die eine Münze. Du wartest hier auf die 7 der Münzen. Aber in der Legung habe ich hier die 10 der Münzen ganz am Anfang. Und deswegen, da ist viel drin. Da wirst du viel bekommen später. Jetzt noch nicht. Jetzt wirst du nur diese eine Münze bekommen. Ja, die Eier hier in dem Nest, hier so ein Nest, ja, in dieser Karte. Und die Eier, die sind noch ganz, da sind noch keine Küken geschlüpft, aber die Karte zeigt, diese Küken werden schlüpfen, ja. Das wird weitergehen, das bleibt nicht hier bei diesem einen, bei dieser einen Münze, bei diesem Ass bleibt es nicht, sondern es geht weiter für dich. Und es sind sogar 10 der Münzen später über die 72 Stunden hinaus, sind für dich hier möglich. Ja.
Ja, und das wird so ein Übergang sein. Also das wird immer mehr sein, weil eine Münze, 7 Münzen, 10 Münzen, also das wird immer mehr und kann auch Reichtum in Anführungsstrichen bedeuten für dich. Reichtum in jeglicher Form, Fülle in jeglicher Form hier, ja. Das ist erst der Anfang von deiner Glückssträhne. Wow, ja, das sehe ich hier. Wow, das ist eine Glückssträhne für dich. Dieses Ast zeigt dir der Beginn einer Glückssträhne in deinem Leben. Wow. Und das kann sich auch auf die Liebe beziehen. Ja. Das kann auch hier in Sachen Liebe sein, auch noch, weil die Karten, sie sind zusammen gemeinsam herausgekommen, sozusagen, ja. Und ja, das ist der Beginn deiner Glückssträhne. In allen Bereichen kann sich das bei dir zeigen. Zeigen mir hier die Karten. Wow, starke Botschaft, ja? Ass, das Ass der Kelche. Natürlich ist es die Liebe. Also, das ist auch hier der Be Beginn in Sachen Liebe. Irgendein Beginn, irgendein neuer Schritt. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass du in den kommenden 3 Tagen oder 72 Stunden hier jemanden kennenlernen wirst, wenn schon jemand bei dir da ist. Aber kann sein, dass du jemanden neuen kennenlernst. Wenn du Single bist, das ist hier die Chance, jemanden kennenzulernen. Jemand läuft dir über den Weg. Du läufst jemandem über den Weg, ja? Das kann auch so sein, dass dich jemand entdecken wird und das ist erstmal hier sehen. Du siehst hier auf der Karte dieser Mensch hier, der schaut so, ja? Und das ist so, daraus könnte was werden. Willst du meinen Kelch hier annehmen? Wirst du ihn vielleicht später irgendwann annehmen? Und das muss nicht unbedingt von deiner Seite kommen, sondern von jemand anderem, ja? Du wirst gesehen werden von jemanden und dieser jemand wird dann mit der Zeit auf dich zukommen. Das kann auch so sein. Oder sofort kann auch sein, kennenlernen, aber so leicht. Das sind die ersten Schritte. Wenn du in einer Verbindung bist, wenn bei dir jemand ist und dieser jemand bedeutet dir alles oder sehr viel, dann habe ich hier auch irgendeinen frischen neuen Schritt in eurer Verbindung in den kommenden 72 Stunden. Du hast wahrscheinlich lange darauf gewartet. Sowas habe ich hier. Oder du hast lange darauf gewartet, dass dir jemand über den Weg läuft. Das habe ich hier auch. Das sind die Möglichkeiten hier. Und natürlich, wenn du Single bist, kannst du jemanden hier kennenlernen, weil du wirst ja diese Glückssträhne haben. Weil diese Glückssträhne, die schwebt ja über dem Ganzen, über den beiden Karten. Ja? Wow, starke Legung. Soll ich hier noch eine Karte drauflegen? Naja, gut, ich mach mal. Die 6 der Münzen, ja wunderbar, sogar ein Geschenk. Das siehst du hier. Ja, Übergabe, ein Geschenk würde dir gegeben werden. Vielleicht wirst du aber auch jemanden beschenken. Vielleicht werdet ihr euch beidseitig verschenken. Ihr werdet euch gegenseitig beschenken. Kann sein, dass ihr euch verschenken werdet. Einander, ja? Kann sein hier. Aber ich habe hier für dich ein Geschenk, irgendeine Art von Geschenk. Und das kann auch erstmal freundschaftlich sein. Ja, 6 der Münzen. Das sind die ersten Schritte. Vielleicht erstmal so, ja, wir schauen mal Freundschaft, ja? Freundschaft. Erstmal kennenlernen. Erstmal überprüfen. Oder jemand kommt auf dich zu und macht dir ein Geschenk. Ja, in Liebe. Aber diese Liebe, die siehst du nicht, die ist versteckt hinter diesem Geschenk. Sowas habe ich hier, ja, im Kartenbild. Und das hat halt mit diesen Chancen was zu tun. Diese beiden Chancen, das ist hier auch ein Geschenk für dich. Zeig mir diese Karte. Man wird auch irgendwo freundlich zueinander sein. Du wirst freundlich sein, der Mensch wird freundlich sein. Ich habe hier so eine freundliche, angenehme Atmosphäre, ja? Sowas habe ich hier. Und dann ja die Stabilität, das habe ich schon hier besprochen. Pass ein bisschen auf dein Geld auf. Oder gib nicht alles auf einmal aus. Wirst du sowieso nicht tun. Ich weiß nicht, warum ich dir das sagen soll. Vielleicht ist es für eine Person gedacht, ja, dass du ein bisschen auf deine Finanzen oder auf deine Habe, was du hast, achten sollst. Nicht, dass dir jemand was wegnehmen wird. Das ist hier ein bisschen so eine kleine am Rande eine Warnung. Pass auf deine Tasche auf, ja. Vielleicht
bist du irgendwo, wo viele Menschen sind, ja, pass auf deine Tasche auf, sowas bekomme ich hier, pass auf dein Gepäck auf, pass auf deine Jacke auf, nicht, dass du sie vergisst, ja, auf deinen Schal, nicht, dass du ihn vergisst, sowas bekomme ich hier rein, also schau nach deine, nach dem, was du hast, nicht, dass du das vergisst, verlierst oder nicht, dass das dir jemand wegnimmt. Ich werde hier noch eine Karte drauflegen, aber das ist jetzt noch eine Zusatzinfo zu den kommenden 72 Stunden. Okay, und das ist super schnell gekommen, ja. Du hast es gesehen, also das sollte sein, ja. Der Mond, aha, okay. Ich soll dir hier sagen, jetzt zum Schluss noch, das ist für jemanden wichtig, der bis jetzt geschaut hat, ja. Du könntest aufpassen, du könntest etwas, ja, eher darauf Acht geben, auch noch Acht geben, aber nicht auf deine Habe, also das, was du hast, ja, auf dein Eigentum oder sowas, sondern eine Blockade. In den kommenden 3 Tagen wird sich hier eine Möglichkeit für dich ergeben, eine Blockade zu lösen. Endlich aus, sozusagen aus dem Versteck oder aus der Zurückhaltung rauszugehen, weil da eine Blockade ist, und das aktiv anzugehen, ja, damit das überwunden wird. Etwas überwinden, das ist in den kommenden 72 Stunden für dich möglich, soll ich dir sagen, ja? Naja, wenn du denkst, oh, da ist bei mir nichts blockiert, also ich sehe da nichts, naja, dann ist es nicht eine Nachricht für dich, aber ich habe das hier für einige, ja, dass du etwas verarbeiten kannst, vielleicht einfach nur verarbeiten, sich dem stellen, ja, sich dem, dem stellen, was man befürchtet, irgendeine Angst, sich der Angst stellen, der Angst ins Auge schauen und dadurch die Angst entweder komplett zu beseitigen oder ein Stück weiter auf dem Weg sein, um diese Angst loszuwerden, ja? Sowas bekomme ich hier rein, das sollte ich dir am Ende noch sagen. Und ich bin jetzt am Ende dieser Legung, bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du hier warst. Du kannst natürlich wie immer liken, mir einen Kommentar schreiben, vielleicht meinen Kanal abonnieren, falls du es noch nicht getan haben solltest. Und ich danke dir hier an dieser Stelle für dein Like, für dein Abo und natürlich auch für deinen Kommentar. Ich wünsche dir einen schönen Tag, ich wünsche dir einen schönen Abend, ich wünsche dir einfach wundervolle kommende 72 Stunden. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.